Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu Resident Evil Village. Ja, wir sind dabei, Dorf der Schatten durchzuspielen. Befinden uns jetzt in Folge 5. Aktuell sind wir hier im, ja, Ethan nennt es das Nest. Ja, wir stehen jetzt kurz vor dem Bosskampf da gegen den Urias. Und ja, natürlich machen wir immer da weiter, wo wir aufgehört haben, ganz klar. Wir haben schon Moreau hinter uns. Und gehen schon quasi Richtung Finale, Leute. Das ist nicht gut. So, dann können wir hier schon mal ein bisschen Damage machen, ja, solange er noch da oben ist. Okay, ich glaube, er kommt. Achtung. So. Aber wir haben ihn schon. Das ist schon nice. Das ging ja flott. Das ging flott, Leute. Nice. Aber gut, wir haben auch die Magnum. Wir haben unendlich Munition hier am Start. Achso, wir sind immer noch voll. Ja, da war ja was. Ich vergaß. Okay, dann können wir einfach weitergehen, würde ich sagen. Und dann gehen wir hier jetzt im nächsten Raum. Können wir jede Menge Schätze einsammeln. Also da oben leuchten schon mal ein paar. Ja. Die schießen wir natürlich alle runter, die sammeln wir alle ein, das gibt nochmal ordentlich Kohle. Dann müsste hier noch einer, da habe ich einer gesehen, jawohl, dann war hier noch einer, zack. Dann hier. Hier. Und okay, die gehen wir erstmal einsammeln, damit das jetzt hier nicht so verwirrt. Zack, zack, zack. Alles einsammeln. So. War's das? Schauen wir mal. Nee, es war es noch nicht. Da ist auf jeden Fall noch. Solange das rot ist, sind hier auf jeden Fall noch Kristalle. Da ist noch einer. Na. So, jetzt haben wir alle. Jetzt ist alles blau. Ja, ich glaube, es sind so 6, 7. Keine Ahnung. So in der Kante. Könnte wohl sein. Könnte passen. So, das können wir überspringen. So, hier ist noch dieser, ja, keine Ahnung, Guglimons Teller. Ich habe keine Ahnung, ob es richtig ausgesprochen ist. Aber scheiß drauf, man muss nicht immer alles richtig aussprechen. Ja, man kann ja auch mal... Ja, eigene Wörter reinhauen hier. Soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Soll ja auch manchmal ein bisschen lustig sein. Das Leben ist ernst genug, wisst ihr ja. Ja, bis jetzt muss ich sagen, ist der Durchgang hier auf Dorf der Schatten eigentlich relativ gut gelaufen. Ja, der Anfang war ein bisschen holprig, aber das war die erste Folge. Da war ich irgendwie nicht so ganz da. Keine Ahnung. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, es ist gut gelaufen. Aber ich muss auch sagen, ja, so Mitte des Spiels ist es jetzt nicht ganz so schwierig. Es wird eigentlich noch schwierig. Und zwar, wenn wir halt, wie gesagt, den Bosskampf gegen Heisenberg machen. Der hat es schon in sich, da braucht man ein bisschen Geduld, weil der hält da echt verdammt viel aus, ey. Habt ihr Bock noch diesen Werwolf da kalt zu machen? Sollen wir den platt machen? Ja, es gibt nochmal einen Schatz. Was denkt ihr? Wo ist er? Da. Komm. Den machen wir. Die Trophäe haben wir zwar schon. Aber wie gesagt, es gibt noch mal Geld. Können wir verkaufen. Gibt einen Schatz. Ah, kein Damage bekommen. Läuft. So, den haben wir auch. Werden da gerade so Geräusche gemacht? Das war doch eigentlich dieser Werwolf da, oder nicht? Oder hat das jetzt trotzdem noch... oder sind da zwei? Nee, ne? Ich glaube, das Geräusch ist einfach so danach gekommen. Nee, okay. Es ist einfach noch gekommen, obwohl er tot war. Also ich habe es gehört. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gehört habt.
Ja, den mache ich immer platt. Also, es sind ja zwei, weil die sind immer hochgradig aggressiv hier. Man will eigentlich ganz in Ruhe da vorbei und ja, die stoßen einen da mit ihren Hörnern weg. Dabei hat man ihnen gar nichts getan. Ich bin hocherfreut, dich lebend wiederzusehen. Soll Okay. ich etwas für dich auswählen? Nee, du brauchst nichts für uns Bitte auszuwählen. sieh dir auch meine Also ich neue glaube, wir haben Waffe da am an. Ende richtig, richtig gut Cash. Wenn ich jetzt mal gucke, wir haben hier schon fast 30 von diesen kristallinen Schädel. Ja, also wir haben da echt schon sehr viel. Also ich werde das jetzt noch nicht verkaufen. Ich habe ja gesagt, waren wir ganz am Ende, kurz vor Miranda. Da werden wir alle Schätze hier verkaufen. Wir haben jetzt schon fast 400.000. Also ich denke, mit den letzten Trophäen sollte das auf jeden Fall Ich habe funktionieren, dass gerade wir uns alle aufgestockt. Waffenteile hier kaufen können, ja. Aber wie gesagt, das mache ich im extra Video. Aber haben wir auf jeden Fall schon sehr viel gesammelt hier. Definitiv. So. Pistolmunition können wir wegmachen. Scharfschützen benutze ich sowieso nie. So. Dass du mir sowas überhaupt anbietest. Ich glaube, ich werde hier auch mal die drei Minen da kaufen und ja. Billiger Plunder? Na schön. Okay. Ein Dann gutes würde ich Geschäft, sagen. das muss ich schon sagen. Quatsch, was tue ich hier für einen Schmarrn? Wir waren doch richtig. Wir haben ja jetzt hier alle vier Flakons. Haben wir ja gesammelt. Jawohl. Da setzen wir die jetzt mal ein. Und dann machen wir uns mal auf Richtung Fabrik. Was war das? So. The last Flacon. So, Kelch des Giganten, Giganto. Was? Wieso habe ich denn hier überhaupt das Messer da noch ausgerüstet? Ach ja, ich sehe schon. Jo. Stimmt, ich habe noch gar nicht die Dragon. Also die habe ich zwar schon freigeschaltet mit unendlich Muni und so, aber ich habe sie noch gar nicht gekauft. Was war Beim das? Duke. Das ist dieses Sturmgewehr von Chris Redfield, wo man am Ende benutzt. Aber ja, eigentlich reicht uns ja hier die Magnum. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ja, der Prebo hat gerade auch eben geschrieben. Der wird auch schon in knapp einer halben Stunde kommen, also quasi nach dieser Folge hier. Und dann setzen wir uns nochmal ran an den Söldnermodus. Da machen wir mal Chaosdorf. Das müssen wir noch auf S-Rang machen. Wie gesagt, die ersten drei haben wir schon. Da muss ich nur noch nachvertonen. Und ja, jetzt wollen wir mal das Chaosdorf machen. Und was habe ich noch freigeschaltet? Ah ja, Alles Dorf Ordnung, 2. Kind. Alles wird gut. Also insgesamt gibt es wohl dreimal Dorf. Los, Ja, komm heißt einfach jedes Mal über nur die anders. Brücke. Ja. Einmal Dorf, Dorf 2 und Chaosdorf. Und wie gesagt, das hat es ein bisschen in sich, der Söldnermodus. Das ist wirklich das Schwierigste vom Spiel Willkommen. überhaupt. Du hast Donner und Moro bezwungen, Aber wir sind ja richtig? zu zweit Hast in bei solchen Amerika wohl Dingen. schon Ja. Schlimmeres Und überlebt, dann klappt das. Weil das ist eher dem Wahre Prebo sein Güte. Part. Dem liegen solche Erkläre Games dir dann, lieber also Rose, solche Sachen dann eher Kelly besser wie und mir. Miranda. Ja, ich bin halt eher so Keine der Angst, Horrormensch, ja, ich keine bin halt dann mehr Sorge. so der Das Gechillte. ist keine
Und ja, der Platin-Hunter und ja, er ist halt mehr so der, ja, er spielt gerne Shooter, ja, schon immer Call of Duty, Zombie-Modus, ja, deswegen liegt ihm das. Und so gleicht sich das dann in dem Moment bei uns aus, ne? Also, macht wirklich Spaß, das Ganze auch mit ihm zu machen. Dass er mich da hier und da auch unterstützt, ist auch unter anderem mein Mod in den Chats und so. Und ja, macht auf jeden Fall Bock, das Ganze. Und dann wollen wir uns mal, wie gesagt, in den Söldnermodus rasetzen, dass ihr da auch so schnell wie möglich die Videos bekommt. Und ja. So, jetzt muss ich mich hier ganz kurz konzentrieren. Jetzt kommt ja dieser Propeller-Typ. Ich habe es ja schon beim Speedrun mit dem Messer erwähnt. Wenn wir an diesen Punkt kommen, dann wird da auf uns auf jeden Fall noch andere Gegner warten. Zum Beispiel hier der. Dann können wir aber kurz hier umlaufen. Oh. Was stresst mich dann manchmal ein bisschen? Aber wenn ich verfolgt werde und mir steht was im Weg. Ja, ihr kennt das mit Sicherheit. Aber das ging ja jetzt noch. Es waren nur zwei. Aber das kommt später nochmal. Also später kommt der Propeller-Typ ja nochmal, wo wir kurz noch einmal weglaufen müssen. Und dann so, ich glaube, durch ein blaues Tor laufen. Und ja, da werden wir auf jeden Fall auch wieder ja, mehr oder weniger gehindert durch Gegner, die bei einem leichten Schwierigkeitsgrad nicht da sind. Also man muss hier mit allem rechnen. Oft auf der Schatten. Als Herr mit der Pike hier. Ach ja. Ups. Ganz viele Spider-Mans hier. Ja, ich freue mich schon riesig auf den Livestream am Samstag. Heilige zu Visage. Scheiße. Nochmal richtig Bock auf das Game, ey. Wie gesagt, ich habe es wirklich nur einmal durchgespielt. Auch nicht komplett alleine. Da war wieder der Prebo mit am Start und auch der hat teilweise Kapitel gespielt. Deswegen habe ich kaum noch Erinnerungen. Es ist auch schon ein bisschen länger her. Aber es ist halt wirklich einfach nur mega geil. Aber nochmal richtig Bock auf eine geile Horrornacht. Und möchte euch auf jeden Fall dran teilhaben lassen. Hat der wirklich überlebt? Yo! Entspann dich mal, ey. Was ist denn mit dir? Ja, hat's dem gerade nur den Helm vom Schädel gehauen hier. Und hat da voll noch überlebt. So, bevor wir den dann nachher vergessen, ich glaube, den schieße ich mal schon mal ab. Können wir den nachher einsammeln, wenn wir darüber gehen. Da vergesse ich den nicht in der Eile. Wenn er auf dem Boden liegt, bekomme ich ihn ja angezeigt. So, da ist bestimmt auch noch was am Start. Ah, da ruht er. Genau, da war ja was. So, leg dich mal hin da. Okay. Rostige Reste. Rost. Hallo. So, was geht? Haben wir noch einen Dietrich? Jawohl. Noch einen haben wir. Okay. So, ein zweiter. Jetzt. Da sollte eigentlich auch noch so ein Kristall drin liegen, wenn ich mich nicht irre. Gelbquarz, genau. Nehmen wir natürlich auch mit. Also, es ist schon Wahnsinn, wie viel die eigentlich an Kohle da fallen lassen, ne? Wenn die sterben. Auf Dorf der Schatten.
So, hier lege ich immer gern schon mal eine Mine hin. Davon haben wir jede Menge. Weil der jetzt hier gleich aufsteht. Hat er den gebaut? Dann machen wir gleich mal so hier. Schön rundrum. Und ich glaube, ich werde das auch jetzt mal auf Schnellzugriff hier machen. Dann muss ich nicht immer da ins Menü, ins Inventar. Ich überrasch nichts mehr. Nice. Was mit ihm? Okay, der ist neu. Der ist neu. Der kommt normalerweise nicht hier. Nur anscheinend auf Dorf der Schatten. Aber klar, es wird uns natürlich schwerer gemacht. Wow, geh weg. So. Den haben wir auch. Gibt auch noch mal jede Menge Kohle, denen ihre Schätze, die sie da fallen lassen. Ich dachte, ich hätte gerade was gehört. Aber WLAN-Zeige. Danke. Bitte. So. Pferderelief, da ist es. Bleib, wo du bist. Habt ihr gesehen? Guck mal, der hat jetzt wirklich ein Section fallen lassen mit 7320 Lay. Also wenn man auf ich glaube auf Easy, da bekommt man vielleicht mal 800, 900 oder vielleicht, wenn man Glück hat, mal ein bisschen mehr wie 1000. Ja, also das ist schon krass eigentlich. Okay, wir haben kein Dings mehr. Gar nicht schlimm. So, falls ihr das noch nicht wisst, wenn ihr hier diese roten Dinger da abschießt. Na, wir gehen erstmal runter. Dann stoppen die. Ja, dann lauft ihr nicht die Gefahr. Und dass die diese Dinger oder euch treffen. Also die könnt ihr gerne schon vorher mal hier abschießen. Ja, dann stoppt das alles hier. Ne? Das können wir anhalten. Ich muss zugeben. Ich meine, eigentlich ist es ja, ja, die Türen sind ja teilweise auch so versperrt mit diesen roten Lichtern da. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es erst herausgefunden beim dritten Mal, wie ich das Spiel durchgespielt habe, dass ich diese Dinger hier anhalten kann. Joa. Aber da stehe ich zu. So, ich habe mal Bock auf ein bisschen Granaten-Action hier. Guten Tag. Okay, aber es macht nicht viel Damage. Der steht da schon wieder auf, also. Das ist schon krass, was die aushalten, ne? Da bringt der Granatwerfer nicht viel, also auf der Schatten. Bei diesen Gegnern da. Das ist schon krass. Teilweise. Ja, 10.500 Lay dafür, so ein bisschen Kiste kaputt machen, ey. Wahnsinn. Was ist los? Problem. Geh weg. So, das können wir auch anhalten, aber ich glaube, es geht nur von der anderen Seite, wenn ich mich nicht täusche. Ja, aber nicht schlimm. Das geht auch so. Ach. Da ist mir das Licht. Zack. So, jetzt haben wir hier alle angehalten. Ja, jetzt können wir hier, wie es uns beliebt, durchlaufen. Da brauchen wir keine Angst mehr haben, dass diese Dinger da uns Damage machen. Aber wir müssen eigentlich nicht mehr da durch. Nur mal so nebenbei erwähnt. Ich hatte einfach jetzt gerade das Bedürfnis, es euch zu zeigen. Aber ich glaube, ich habe es auch schon beim letzten Mal angesprochen, wenn ich mich nicht irre. Achso, da kommen wir gleich erst hin. Ah, und hier würde ich auch nochmal einfach schon mal eine Mine hinlegen, weil er wird gleich mal wach.
und hat dann Bock, uns zu attackieren. Und dann würde ich hier auch nochmal eine hinlegen. So. Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr noch hier rein. Na. Nehmen wir uns mal kurz die Zeit, warum nicht? Was soll's? Wir haben ja eh nichts zu verlieren, wir machen keinen Speedrun hier. Was gab's denn hier nochmal? Ah ja, genau, das können wir sogar verkaufen. Stimmt, das können wir verkaufen, es gibt Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Und wenn wir das kombinieren, das können wir kombinieren, wir finden irgendwo noch so ein Teil, so ein mechanisches. Und wenn wir das kombinieren, gibt es, ich glaube, 20.000, 25.000. Also, kann man ruhig mal mitnehmen, definitiv. Ja, tut mir leid, ich bin halt voll der Jäger und Sammler, Leute. Ich hab da immer irgendwie voll Bock drauf. Ich mach das echt so gern in Spielen. So. Alles sammeln, was geht. Sammeln ist immer gut. Sammeln und speichern. So. Finde ich immer super. So, hier gehen wir jetzt aber nicht durch. Wir haben uns ja da vorne die Minen schon hingelegt. Würden wir jetzt da durch die Tür gehen, bam, da war die erste Mine. Dann würde er halt nicht durch die Minen laufen, das wäre halt blöd. Ja, wäre Quatsch. So. Oh, das war eng. So. Nehme ich mal gerade die Zeit zum Trinken. Ach ja. Es geht doch nichts über ein gutes Rockstar. Ach, ich bin mittlerweile so Energy Drink süchtig. Schlimm. Obwohl es eigentlich gar nicht viel bringt, wenn man mal so genau drüber nachdenkt, ne? Also wenn ich mal so überlege, wie viel Dosen ich da teilweise am Tag trinke, manchmal so drei, ja, von diesen großen, ob das sei das jetzt Monster oder sei es diese großen Dosen Red Bull oder Rockstar, ja. Ja, ich bin dann trotzdem weiterhin müde, also ich weiß nicht, das jetzt, ob man es als Mythos bezeichnen kann. Manche können ja da wirklich gar nicht schlafen gehen oder sind total aufgedreht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich merke davon nichts, ne? Also ich weiß nicht, woran das liegt. Aber es schmeckt halt einfach geil. Und es soll ja angeblich auch die Konzentration ein bisschen ankurbeln. Was ist los? Ah, er da. Jo, beruhig dich. Alter, hallo. Sie hat mich uns zu ihren Kindern gemacht. Hat uns in diesem Dorf weggesperrt. All die Jahre. So, da war doch noch ein Kollege. Ist der schon unterwegs? Der ist schon unterwegs, okay. Kannst du dir diese Demütigung überhaupt vorstellen? Da kommt er. Wisst ihr, was das Geile ist? Dass er uns gar nicht sieht eigentlich, ne? Also ich stehe jetzt hier so. Die läuft jetzt hier einfach vorbei, ne? Also. Seht ihr? Also brauche ich Macht. Was war das? Oh, da sind ja zwei. Okay, das ist, auf dem Schwierigkeitsnormal ist das nicht so. Krass. Das ist eigentlich nur einer, ja. Die Starken vertilgen die Schwachen. Das ist der Lauf der Welt. Guck mal, der andere bekommt das gar nicht mit. Wir ballern hier rum. Guck mal, der kriegt das gar nicht mit. Jetzt erst. Habt ihr das gesehen? Ich habe sogar noch auf das Stromding und er wäre eigentlich weitergelaufen. Ich werde mich mal kurz heilen. Ja, manchmal ist es ganz krass, finde ich. Verrückt.
Chill. Immer so aggressive hier. So, hier gibt es nochmal Minen. Die Minen haben wir jetzt langsam, glaube ich, auch genug. Ja, so oft verwende ich die jetzt auch nicht mehr, muss ich ehrlich gestehen. So, den lassen wir einfach mal nicht schlafen, habe ich jetzt gerade entschieden. Ich will dem seine Kohle haben. Nee! Ah doch, das geht. Okay, alles klar, durch den Zaun. Weil normalerweise macht er noch den Zaun kaputt. Ich dachte aber, wir würden da nicht mehr rankommen, aber geht. Alles cool, wir haben's. So, So, was los? Komm her. Wo bist denn? Ey, crazy Typ. Ah, da ist er. Yo! Ah, der hat ja zwei von seinen komischen Armen da. Ey, crazy Typ, geh weg. Lass mich mal nachladen hier, weil. Rückt. Die sind viel zu aggressiv. Finde ich. Aber es soll ja so sein, ne? So, jetzt können wir hier unseren Schatz mitnehmen. Da blinkt er schon. Gelbquarz. Alles mitnehmen, alles verkaufen. Kohle, Kohle, Kohle. Was ist hier los? Ah. Schlafen, Keule. Reiß hier nicht im Bau ab. Ah, jetzt werden wir hier wieder verfolgt. Also Achtung, ja. Ich glaube, das war die Stelle. Ja, da stehen sie schon da oben. Wow. Mach auf, Ethan. So. Also auf dem normalen Schwierigkeitsgrad stehen die da nicht noch, ne? Also, wie gesagt, wir bekommen es hier schon relativ schwer gemacht teilweise. Ich meine, es ist ja irgendwo auch Absicht, ist ganz klar. Wie gesagt, ihr müsst da wirklich an jeder Ecke mit allem rechnen, also. Ja, so soll es halt sein. Liegt noch einiges vor mir. So, die Trophäe haben wir ja auch schon, ja. Hier ein Runterschießen. Könnt ihr auch hier so oft mal, wenn ihr Bock drauf habt, hier auf diesen roten Punkt da schießen. Wenn ich mal treffen würde, warte ich schon mal das Scharfschützengewehr. Ich sehe nichts. Okay, ich bin zu doof dafür. Anscheinend. Joa, normalerweise schießt man einfach nur auf das rote Licht hier. Und dann explodiert das eigentlich. Also ich habe das beim letzten Mal bei jemandem gesehen. Ich weiß nicht, warum es jetzt bei mir nicht funktioniert. Ich ziele eigentlich genau drauf. Aber es passiert nichts. Schade. Nee. Aber ich weiß nicht, wo der da... Der hat das auf jeden Fall... Der hat da auch auf das rote Licht da geschossen. Und dann ist hier eine komplette Reihe ist explodiert. Und das hat schon ziemlich nice ausgesehen. Ich meine, die Trophäe haben wir zwar schon. Ich habe da ja einen einzelnen abgeschossen, aber der hat da wirklich, ich schwör's euch, auf das rote Licht da geschossen und ja, dann ist das da explodiert. Ich meine, ihr seht ja, dass ich da jetzt wirklich mit meinem Zieldings da, mit meinem Fadenkreuz genau drauf bin, aber es, ja, es passiert halt leider nichts.
Nee. Geht's halt jetzt gerade nicht bei mir. Vielleicht hat er auch woanders drauf gezählt und ich habe nur gedacht, es wäre der rote Punkt. Aber spielt ja keine Rolle. Und wie gesagt, ich probiere das halt immer dann auch gern aus. In ihr ist kein Fünkchen Menschlichkeit. Ich muss sie vernichten. Du und deine Familie sind mir sowas von egal. Die Goldgräber, da stehen sie wieder. Okay. So, da müsste irgendwo noch hier und hier müsste, glaube ich, auch irgendwo noch. Oder habe ich den schon eingesammelt? Habe ich den eingesammelt eben beim Vorbeigehen? Anscheinend. Da liegt eigentlich auch noch ein Kristall, aber anscheinend habe ich den, glaube ich, schon eingesammelt hier. So wie es aussieht. So, war da noch was? Sieht nicht so aus. Aber ja, wir müssen auch jetzt nicht mehr zwingend alles einsammeln. Ja. Na. So, was sagt denn die Uhrzeit? Wir sind jetzt bei 31 Minuten, aber ich glaube, hier ist jetzt gerade nicht wirklich ein Speicherpunkt. Deswegen müssen wir noch kurz ein bisschen abwarten. Hier können wir ruhig mal rein, da gibt es noch jede Menge Kristalle zu sammeln. Sollten wir uns auch nicht entgehen lassen. Nein, was gehst denn jetzt wieder da hoch, Mann? Lass das. Den da. So, jetzt Achtung, hier kommen auf jeden Fall drei. Normal sind es ja nur zwei. Die sind auch immer hochgradig aggressiv. Hier. Kommt gleich noch ein dritter. Also so war es auf jeden Fall beim letzten Mal, als ich auf Dorf der Schatten gespielt habe. Da schön schon. Da brüllt er wieder rum. Das ist das Einzige, was die können. Lachen, rumbrüllen, rumschreien. Aber das war's auch schon. So, wo ist der jetzt? Dann komm. Ihr hört ihn doch auch, oder? Ach, da unten ist er ja. Guck mal, da unten läuft er dumm rum. Ich glaube, er will auch zu uns kommen. Lassen wir ihn doch mal. Alter, stirb! Was ist los mit dir? Okay, der hat das ja am Rücken, ne? Ja. Jetzt skeptisch! Heilige Mutter Gottes. So.
Na. Nur noch den Propeller da jetzt ausschalten und ich glaube, gut möglich, dass danach ein Speicherplatz kommt und dann werden wir die Folge an der Stelle auch beenden. Shit, das war knapp. Aber noch ein bisschen flüssige Chemikalie. Falls ihr noch welche braucht. Nicht mehr lange und sie beginnt. Wie gesagt, ich sammle immer alles. Also so gut wie alles. Also jetzt in diesem Durchgang jetzt natürlich nicht mehr, aber wie gesagt, ich sammle halt gern. Für dein Kind und für das ganze liegt mir voll Dorf. Irgendwie. Keine Sorge, ich halte sie auf. Mit Rose Hilfe kann ich Miranda töten. Armer Ethan. Du bist der Einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat. Ja, ich glaube, jetzt kommt ja, da können wir den Fahrstuhl rufen und dann können wir ja beim Duke speichern. Ja, da oben ist schon, jawohl. Nice. So, nochmal 10.000 hier, also da rappelt's hier im Geldbeutel bei uns. Ah, schon fast 600.000. Also bei der letzten Speicherung hatten wir, glaube ich, 400, ne? Also wie wir das letzte Mal beim Duke waren. Also bekommt man schon einiges auf der Schatten an Kohle. Wie gesagt, dann dürfte den letzten Trophäen auch nichts mehr im Wege stehen. So, wir merken uns, wir sind beim Heisenberg und müssen seinen Schlüssel herstellen. Dazu müssen wir natürlich in B4 fahren. Ach komm, scheiß drauf. Ich fahre schon mal runter in B4 und speichere dann ab. Dann vergessen wir es auch nicht. Und ja, das geht jetzt nicht. Müssen wir kurz warten. Während der Fahrt dürfen wir das nicht. Aber sieht schon geil aus, wie er da so alles stehen hat. Ne? Hier so das Schießpulver, ne? Arznei, Pistolmuni. Ja, der Tube ist schon ein guter hier. Das würden wir ohne den tun. So, liebe Leute. Dann speichere ich hier an der Stelle ab. Ja, dann ist unsere Folge an der Stelle beendet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, dann geht's, wie gesagt, Richtung Finale. Ich schätze mal, es werden vielleicht noch so 2, maximal 3 Parts. Und dann sollte das Ganze hier durch sein. Ja, je nachdem, wie lang es beim Heisenberg dauert. Wie gesagt, der hat es schon in sich. Ja. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und falls ja, lasst doch gerne ein Like da, kommentiert das Ganze auch gerne. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Würde mich darüber natürlich sehr, sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und Servus.